Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft-Video auf meinem Kanal. Wir sind mal wieder auf dem randomc.de Server. Wir werden natürlich erstmal eine richtig schöne und effiziente Melonfarm bauen. Das erste, was ihr machen müsst, ist einfach eine ganz normale Reihe Dirt platzieren wollen. Einfach da, wo ihr halt die Melonen später raufpflanzen wollt. So, das zweite, was ihr dann tun müsst, ist einfach Glowstone, Pisten, Glowstone, Pisten. Und das halt für die ganze Länge der Melonfarm machen. So, das dritte, was ihr dann tun müsst, ist einfach eure Hoe nehmen und jedes Mal, wo ihr halt ein Glowstone habt, das Erde zu bearbeiten, sodass ihr da später eure Melon-Seeds drauf tun könnt. Danach nehmt ihr eure Melon-Seeds und platziert sie natürlich selbstverständlich auf die Felder, welche wir gerade mit der Diamond Hoe bearbeitet haben. So, das nächste, was wir jetzt tun werden, ist einfach über jedem Pisten einen beliebigen Block unserer Wahl zu placen. Auf diesen Block kommt dann eine, also beziehungsweise an diesem Block kommt eine Redstone-Torch. Und auf diesem Block kommt ein Redstone. Danach nehmt ihr euch noch ein bisschen Dirt. Und wie ihr es jetzt hier schon seht, wird die Redstone Torch wird dann einfach mal kurz aktiviert. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Und platziert es einfach über die Reihe von Redstone Torch. Das ist einfach dafür, dass ich dann theoretisch auch da wieder eine Melonenfarm drauf machen könnte. Im Endeffekt sieht das Ganze dann jetzt so aus. Wenn jetzt hier ein Block wächst, wird der automatisch abgefarmt. Also im Prinzip funktioniert die Farm schon. So, wenn ihr das alles erledigt habt, könntet ihr, wie ich es jetzt gemacht habe, so eine Wasserreihe hinzufügen. Dafür habe ich einfach am letzten Block einen Wasserstrahl platziert und beim letzten Block einfach zwei Schilder platziert. Auf der Seite auch einen Wasserstrahl platziert, zwei Blöcke Abstand gelassen, am Dirt zwei Schilder platziert und in der Mitte habe ich dann einfach noch einen Wasserstrahl platziert, der in die und in die Richtung geht, sodass, wenn jetzt eine Melone abgefarmt wird, automatisch in einen von den Wasserstrahlen landet. So, ich habe jetzt einfach mal die Melonenfarm mal ein bisschen nach oben gebaut und mehrere davon. Das sieht dann im Endeffekt so aus. Also da hinten kann ich es jetzt nicht zeigen, aber hier ungefähr so sieht es dann aus. Die Melonen werden auf jeden Fall automatisch abgefarmt. Und dann landen sie dort im Wasserstrahl, werden in den Hopper eingesogen und dann landen sie auch in dem automatischen Sortiersystem. Ich würde sagen, das war es dann auch mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich sehe euch im nächsten Video. Ciao. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you